Mit einer der schlimmsten Schmerzen, die ich jemals in meinem Leben ertragen musste. Das ist auch ein total relevanter Faktor. Wenn es passiert, dann passiert's. Ja, mir fällt da nichts dazu ein. Ich werde diesen Moment niemals vergessen. Ich verstehe gar nicht, wie man das sowas sagen kann. Willkommen, ihr Lieben, heute mal zu einem ernsthaften Video, denn ich reagiere heute auf das Video von meiner lieben Kollegin Anna. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, dass sie einen Kinderwunsch hat und wir gucken uns mal die medizinische Sicht an und ganz wichtig, seid da bitte ganz, ganz vorsichtig und respektvoll, das sagt sie gleich auch nochmal im Video. Ich habe auch selber nochmal Anna gefragt, ob ich das überhaupt machen darf. Und sie hat es mir tatsächlich erlaubt, sonst hätte ich das auch nicht gemacht, weil es ist immer irgendwie komisch, auf sowas Emotionales zu reagieren. Aber ich hoffe, dass das Video eventuell eher hilfreich ist für Leute, die vielleicht auch einen unerfüllten Kinderwunsch haben. In diesem Sinne, los geht's. Wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, geht es um das große Thema Kinderwunsch. Ein wirklich sehr sensibles und belastendes Thema, was auch mein Leben oder eher gesagt unser Leben schon seit vielen, vielen Jahren begleitet. Ich versuche euch in diesem Video einfach so ein bisschen zu erklären, wie bei uns alles angefangen hat, wie wir gemerkt haben, dass vielleicht es bei uns ein bisschen schwieriger werden könnte, was die Familienplanung angeht. Das ist gar nicht so selten. Ja, also circa 15% aller Menschen in Deutschland haben einen unerfüllten Kinderwunsch. Das heißt, sie sind kinderlos, ohne es zu wollen. Und 15%, nur dass ihr da mal so eine Idee habt, das sind von 20 Leuten sind es 3 Leute. Also geht in euren Freundeskreis, überlegt mal, wer da vielleicht keine Kinder hat. Und ja, das ist gar nicht so wenig, wie man vielleicht denken mag. Wir mit dem Ganzen zurechtgekommen sind. Ja, unsere Geschichte startet im Sommer 2018. Einige von euch erinnern sich, wir haben 2018 im Sommer geheiratet. Ich glaube, das war eins unserer schönsten Jahre überhaupt. Und dann haben Tim und ich miteinander gesprochen und meinten, ganz ehrlich, ich habe gerade zur Verhütung eine Kupferspirale gehabt, die muss jetzt sowieso bald gezogen werden. Wenn ihr mal Fragen habt zu unterschiedlichen Verhütungsmethoden, dann stellt die gerne in die Kommentare, da kann ich da auch gerne was dazu machen. Ich bin natürlich kein Gynäkologe, kann wahrscheinlich Konstantin oder Sheila besser, aber so die Basics, die kriege ich noch hin. Die Kupferspirale hat die Besonderheit, dass es ja eine hormonfreie Verhütungsmethode ist und das bedeutet, sobald man sie rausnimmt, kann man sofort schwanger werden. Das kann man theoretisch auch bei der Pille. Allerdings statistischerweise ist es so, dass bei der Pille ja die meisten nicht sofort schwanger werden, aber auch gar nicht so wenig. Also 50% aller Frauen, die ein halbes Jahr die Pille absetzen, werden schwanger. Und nach 12 Monaten sind das 77%. Also es dauert ein bisschen, aber es kann tatsächlich auch schnell passieren. Das war so rund um diesen Zeitpunkt und dann haben wir gesagt, ganz ehrlich, wir würden uns jetzt schon bereit fühlen. Wenn es passiert, dann passiert's. Wir haben uns eh schon gedacht, das wird bestimmt nicht von Anfang an passieren. Ganz so blauäugig sind wir dann nicht an die Geschichte rangegangen. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, lasse ich mir die Spirale jetzt einfach ziehen und dann lassen wir es einfach auf uns zukommen. Ja, ein Jahr später ist mir dann so ein bisschen bewusst geworden, Moment mal, wir verhüten ja eigentlich schon ein Jahr nicht mehr und irgendwie ist halt noch nichts passiert. Da fing das auch gerade so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis an, dass so die ersten in meinem Umfeld Kinder bekommen haben und der Wunsch dann schon so ein bisschen größer wurde. Also erstmal auch, die haben super gemacht, ne? Also die meisten Leute, die machen sich unfassbar viel Druck, dass sie dann sofort schwanger werden müssen und so weiter. Das sollte man tatsächlich nicht machen, denn das kann maßgeblich dazu führen, dass man eventuell auch Probleme bekommen könnte, sowas wie Stress, ja. Also vielleicht denkst du, Stress ist irgendwie nur ein Gefühl, aber Stress beeinflusst dann halt deinen Hormonhaushalt. Da gehen wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen drauf ein. Stress kennst du ja auch, es gibt Hormone, die kennst du vielleicht als Stresshormone, zum Beispiel Cortisol. Und wenn du gestresst bist über einen langen Zeitraum, dann wird halt Cortisol ausgeschüttet. Und Hormone sind unglaublich kompliziert. Ja, du kannst dir das so vorstellen, wenn ein Hormon sich verändert, hat das Auswirkungen auf ganz, ganz viele andere Hormone. Und du brauchst halt bestimmte Hormone, damit du den Eisprung kriegst und. Also deswegen ist auch sowas wie Druck und Stress maßgeblich tatsächlich für die Empfängnis. Wir wollten schon immer eine Familie gründen, das war von Anfang an klar. Aber wir haben uns da überhaupt gar keinen Druck gemacht, haben dann aber, also besonders ich, habe dann langsam gemerkt, hey, Moment, ein Jahr lang verhüten wir schon nicht und es ist irgendwie noch nichts passiert. Vielleicht sollte ich dem Ganzen mal so ganz langsam ein bisschen auf den Grund gehen. Ja, ich habe dann nach etwas über einem Jahr, wo ja dann nichts passiert ist,
habe ich dann langsam angefangen, mich mit dem Thema mehr zu beschäftigen. Ich wusste natürlich auch, dass es nur ein minimales Zeitfenster gibt, in dem eine Frau schwanger werden kann, um den Eisprung herum. Genau, also Männer können theoretisch immer Kinder machen. Ja, also die Spermien, die haben halt keinen Zyklus. Und Frauen können nur schwanger werden um den Eisprung herum. Der ist circa 14 Tage vor der Periode. Ja, nur dann können sie tatsächlich schwanger werden. Deswegen gibt es ja auch so Verhütungsmethoden, wie zum Beispiel die Kalendermethode. Die besagt dann, dass man ungeschützt Sex haben kann, wenn die Frau nicht keinen Eisprung hat. Die ist aber nicht so zuverlässig. Informiert, mir viel durchgelesen, mich auch mit Freundinnen unterhalten und habe dann angefangen, meinen Eisprung zu tracken mit sogenannten Ovulationstests. Wenn jetzt hier Kinderwunschmädels zuschauen, ich glaube, wir alle können ein großes, langes Lied davon singen. Und ja, das setzt einen dann schon so ein bisschen unter Druck, weil man dann ganz genau weiß, wann der Eisprung ist und wann man es dann so ein bisschen mehr drauf ankommen lässt. Ja, und das Ganze habe ich dann ein Jahr durchgezogen. Und dreimal dürft ihr raten, es ist immer noch nichts passiert. Und irgendwann haben Tim und ich dann ein sehr, sehr intensives Gespräch geführt. Ich glaube, das ging ja über eine Stunde, wo es halt um dieses Thema Kinderwunsch ging. Wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt weder mit unserer Familie noch mit Freunden oder sonstiges über dieses Thema gesprochen. Wir haben halt immer gesagt, ja, wir lassen uns Zeit und alles zum richtigen Zeitpunkt. Ja, wir haben uns das, glaube ich, auch einfach alles so ein bisschen selber schön geredet, wenn wir ehrlich sind, weil wir vielleicht auch so ein bisschen Angst davor hatten, dass irgendwas nicht stimmt. Dann haben Tim und ich in diesem Gespräch gemerkt, dass dieser Kinderwunsch doch schon relativ stark ist und immer stärker geworden ist und auch durch diese ganzen kleinen Rückschläge, die man hatte, die ganzen negativen Tests, die ganzen Enttäuschungen von den letzten zwei Jahren halt auch irgendwie nicht so spurlos an einem vorbeigegangen ist und wir das Thema jetzt wirklich anpacken wollten und gesagt haben, okay. Das ist auch maßgeblich, ist die Kommunikation und die Verbindung der Paare. Das wird auch sehr, sehr häufig unterschätzt bei dem Versuch, Kinder zu kriegen, wie wichtig die Beziehung ist und halt auch die Kommunikation, dass man darüber spricht. Also das klingt immer so lapidar, aber es ist deutlich wichtiger, als man tatsächlich denkt. Wir gehen jetzt zum Arzt und lassen uns einfach mal komplett durchchecken. Dieser Schritt war für mich schon eine so große Überwindung, weil ich von Natur aus kein mega offener Mensch bin, der jetzt einfach zum Arzt geht und sagt, ja, ich will jetzt ein Kind und was muss ich jetzt machen? Ich kann das zu 100% verstehen. Bei mir wäre das genau das Gleiche. Und vielleicht war das bei dir auch schon mal so, dass du einfach Angst hattest vor der Diagnose und deswegen gar nicht erst zum Arzt gegangen bist. Das ist total fatal. In sehr vielen Fällen, dann häufig ist es ja so, dass eine frühe Diagnose auch die Chance bietet, sich früh heilen zu lassen, wie zum Beispiel bei Krebs. Da ist je früher, desto besser. Und ich weiß gar nicht, was ich dir da für einen Tipp geben kann. Geh bitte zum Arzt, wenn du Symptome hast. Vielleicht schreibst du einfach mal in die Kommentare, was müsste denn passieren, dass du eher zum Arzt gehen würdest, dass die Hürde nicht so groß wäre. Müsstest du ihm vielleicht ein bisschen mehr vertrauen? Was müsste da gewährleistet sein? Tim ist dann zu seinem Arzt gegangen, ich bin zu meiner Ärztin gegangen. Wir hatten erst die Vermutung, dass es vielleicht an Tim liegen könnte, weil er da auch eine kleine Vorgeschichte hatte. Bei Männern ist es aber relativ schnell auszuschließen, ob dort alles in Ordnung ist oder eher nicht. Ja, also es kann sowohl natürlich an Mann als auch an der Frau als auch an der Verbindung zwischen beiden liegen. Der Mann wird dann zum Urologen geschickt oder geht erst zum Hausarzt und dann zum Urologen. Da werden zum Beispiel die Hoden und die Nebenhoden und teilweise auch die Prostata abgetastet. Es wird eine Ultraschalluntersuchung gemacht der Geschlechtsorgane und es wird ein sogenanntes Spermiozytogramm gemacht. Das bedeutet, also ganz praktisch ausgedrückt, man muss dann beim Arzt, manchmal kann man es auch zu Hause machen, aber man muss halt masturbieren und der Arzt guckt sich dann unter dem Mikroskop die Spermien an, hinsichtlich zum Beispiel der Beweglichkeit, ja, wie beweglich sind die Spermien, und hinsichtlich der Anzahl der Spermien. Es gibt unterschiedliche Sachen, die das halt beeinflussen können, teilweise auch sowas wie Nikotin, teilweise aber auch, hat man in der Vergangenheit schon mal eine Prostataentzündung gehabt oder hat man Chlamydien gehabt und. Genau. Außerdem werden noch Hormone abgenommen. War alles tipptopp in Ordnung. Der hatte, glaube ich, nur ein, zwei Untersuchungen und dann war er durch. Und somit hatte ich dann natürlich so ein bisschen Druck und dachte mir, okay, dann muss es ja irgendwie an mir liegen. Das ist auch ein total relevanter Faktor. Den darf man nicht unterschätzen, den Druck, den man sich gegenseitig macht und nicht, es sind meistens in einer Beziehung halt keine Schuldzuweisung, dass man sagt, es liegt an dir. Nee, es liegt an dir, sondern es ist eher die Enttäuschung. Also das Problem ist die Enttäuschung, beziehungsweise die Angst vor der Enttäuschung, dem Partner keine Kinder schenken zu können. So, und das hört man da ja auch so ein bisschen raus, dass wahrscheinlich beide Angst hatten zu sagen, boah, es liegt an mir, nee, es liegt an dir. Man musste auch ganz klar sagen, es kann
wahrscheinlich Millionen viele Gründe geben, warum es nicht zu einer Schwangerschaft kommt. Deswegen wäre es total fatal zu sagen, es liegt an dem oder es liegt an ihr oder so. Ich habe euch mal eine Liste mitgebracht, was alles Einfluss haben kann für Kinderlosigkeit. Das sind die Gründe für Kinderlosigkeit. Geschlechtskrankheiten wie Chlamydien zum Beispiel können den Eileiter verschließen. Es kann eine Prostataentzündung daraus entstehen. Hormonelle Störungen wie zum Beispiel Testosteronmangel oder eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion. Erkrankungen zum Beispiel wie Gebärmutterhalskrebs, ja, kann zum Beispiel von HPV ausgelöst werden. Umweltfaktoren spielen eine große Rolle, zum Beispiel wie Stress. Ja, hat ja direkt dann Auswirkungen auf unser Stresshormon Cortisol und das wiederum hat Einfluss auf andere Hormone. Übergewicht kann Einfluss haben auf die Schwangerschaft. Genauso wie die Spermienqualität. Genauso wie, nochmal psychisch, starke emotionale Belastung. Aber auch solche Krankheiten, die viele Frauen haben, wie Endometriose, können eine Rolle spielen bei der Schwangerschaft. Ich habe einige Untersuchungen über mich ergehen lassen. Das fing natürlich ganz harmlos an, von Blutuntersuchungen. Mir wurde teilweise 3-4 Mal in der Woche Blut abgenommen, bis hin zu Hormonbehandlungen. Diese häufige Blutabnahme hat auch den Hintergrund, dass die Hormone nicht an jedem Tag und nicht zu jeder Uhrzeit gleich sind. Eine Frau hat ja einfach einen Zyklus und zu unterschiedlichen Zeitpunkten und zu unterschiedlichen Tagen muss man sich dann halt Blut abnehmen. Vielleicht wunderst du dich, warum das so häufig passiert ist. Dass ich so leichte Hormonstimulationen schon bekommen habe, um meinen Hormonhaushalt vielleicht ein bisschen in Schwung zu bringen oder zu triggern. Aber mir wurde eigentlich auch von der Frauenärztin schon relativ früh gesagt, bei Ihnen ist alles in Ordnung, ich kann nichts feststellen und wir kriegen das schon hin. Wir haben unter anderem auch eine Eileiter-Durchgängigkeitsprüfung gemacht. Das war mit einer der schlimmsten Schmerzen, die ich jemals in meinem Leben ertragen musste. Eine Eileiter-Durchgängigkeitsprüfung. Ich weiß gar nicht, ob man das laparoskopisch macht, also über eine OP. Ich habe einen Freund gefragt, Gruß an Konz an der Stelle, und der meinte, man könnte das auch sonografisch machen und das kann wohl wirklich sehr, sehr schmerzhaft sein. Aber wie das Anna da gemacht hat, weiß ich nicht. Der Druck ist immer weiter in mir gestiegen, dass ja, ich irgendwann auch so verzweifelt war und dachte, es gibt ja nicht mehr so viele Möglichkeiten. Sie hat mir gesagt, ich bin jung und gesund und alles wird gut und wir kriegen das irgendwie hin. Und ich habe halt ihr auch angemerkt, dass sie auch so ein bisschen am Ende ihrer Möglichkeiten war. Ja, auch ich bin dann irgendwann nach diesem Jahr auch psychisch und auch körperlich echt an meine Grenzen gekommen. Ich hatte Schmerzen durch die Medikamente, die ich eingenommen habe. Ich hatte extreme Stimmungsschwankungen. Ich habe extrem zugenommen, extrem wieder abgenommen. Und was mich auch zu dieser Zeit wirklich krass belastet hat, ist der Druck von außen, weil der natürlich auch immer höher wurde. Das darf man nicht vergessen, dass es hier jetzt nicht nur um einen unerfüllten Kinderwunsch geht, sondern ja schon fast um Symptome wie eine Krankheit. Wenn dein Hormonhaushalt außer Rand und Band gerät, wenn du ultra Druck kriegst von außen. Ich habe mal ein Video gemacht, warum Influencer depressiv werden und dass es vielleicht mal eine Berufskrankheit wird. Ihr müsst euch ja folgende Situation vorstellen. Wenn du dein privates Leben nach außen darstellst, dann musst du nach außen immer funktionieren. Und sowohl für deine Community, als natürlich auch für die Leute, die dein Brot bezahlen, wie die ganzen Kooperationspartner. Und das heißt, du musst da funktionieren. Die haben da kein Verständnis dafür, wenn du sagst, heute geht's mir nicht so gut oder so. Das ist ein knochenharter Job. Und das muss man mit Energie transportieren. Das darf man nicht vergessen. Plus, jeder Kooperationspartner ist dir angreifbar. Also auch ich habe zum Beispiel mal mit Rewe kooperiert und gesagt, warum eine Mango gesund ist. Ja, ist Vitamin C drin. Und ich wurde angegriffen wegen Klima und so weiter, was ja auch ein Argument ist, was tatsächlich ja auch okay ist, muss man sagen. Man weiß aber ja nie, und bitte denk auch daran, wenn du andere kritisierst, du weißt ja nie, was alles in ihrem oder seinem Leben abgeht. Ja, und dann stell dir mal vor, die letzten 4 Jahre, was Anna durchgemacht hat, wenn die mal eine Kooperation gemacht hat, musst du davor überlegen, gibt es einen Shitstorm oder nicht. Und die Leute, die dann sagen, du bist ja so blöd, du machst das und das, das macht ja was mit dem Menschen, zusätzlich zu dieser ganzen Kinderwunschgeschichte, zusätzlich zu den Hormonen und so weiter. Und das haben ganz wenige auf dem Schirm, die einfach auf Instagram oder so fiese Kommentare schreiben. Wie sieht's denn bei euch aus? Wann wollt ihr denn endlich Kinder? Wieso habt ihr noch keine Kinder? Ich musste mir so dumme Sprüche teilweise anhören, auch aus der entfernteren Familie oder von der Community kamen natürlich auch immer mehr Fragen. Ich habe irgendwann schon keine Q&As mehr gemacht in meiner Story, weil wirklich jede zweite Frage war, wollt ihr Kinder? Wann kriegt ihr endlich Kinder? Und das sollte ein kleiner Reminder sein, dass man diese Frage einfach eigentlich nicht ungefragt stellen sollte tatsächlich. Wenn man das irgendwie anspricht, da kann man vielleicht von sich selber erzählen, dass man selber das gerne hätte oder irgendwie sowas, aber kleiner Reminder. Und denkt, 15% aller Menschen haben
Also wollen eigentlich Kinder, aber kriegen keine. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Ja, ich versucht habe, einfach so ein bisschen Abstand von diesem Thema zu nehmen, weil ich gemerkt habe, es wurde mir zu viel und es tat mir auch irgendwann nicht mehr gut. Also dann stand nun im Oktober 21 die sogenannte Gebärmutterspiegelung an. Ja, das ist ein sehr, sehr nettes Wort, ein sehr euphemistisches Wort für was halt, was ein bisschen komplizierter ist. Die Anna hat da ja 4 Pflaster auf dem Bauch kleben und man versucht da minimal invasiv, so heißt das, also so wenig Schaden wie möglich zu operieren, beziehungsweise zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Und da werden halt Instrumente dann in die Haut gemacht. Also man setzt Schnitte, packt diese Instrumente in die Haut, packt eine Kamera rein und pustet den Bauch auf mit so einem Gas, dass man halt gucken kann, weil stellt euch vor, im Bauch liegt halt alles aufeinander. Man pustet halt Gas rein, dass man gucken kann. Und dann kann man so minimalinvasiv, also nicht so wie früher, man schneidet einfach den Bauch auf, kann man dann operieren oder man kann nachgucken, ob alles in Ordnung ist. Bei so einer Prüfung, ob die Durchgängigkeit vorhanden ist, dann kann man das zum Beispiel mit so bestimmten Färbemitteln machen, um zu gucken, ob dieses Färbemittel dann halt, ich sag jetzt mal von Anfang der Strecke zum Ende der Strecke tatsächlich geht oder ob es ja einfach auf der Hälfte stehen bleibt. Das war auch noch während der Corona-Zeit, das heißt, Tim durfte nicht mit rein. Ich war super aufgeregt. Ich war mir aber eigentlich ziemlich sicher, dass sie nichts finden werden. Die OP ging los, ich bin aus der Narkose aufgewacht und die ersten 2, 3 Sätze, die ich von meinem Arzt zu hören bekommen habe, wo ich gerade quasi noch so halb am Aufwachen war, waren: Sie haben eine sehr ausgeprägte Endometriose, sie haben Adenomyose, sie haben beidseitig verschlossene Eileiter, sie sind also unfruchtbar und werden auf natürlichem Wege niemals Kinder kriegen können. Ich werde diesen Moment niemals vergessen, wie unsensibel mir das damals mitgeteilt wurde. Also ich könnte entweder mit dir heulen, aber ich reg mich auch tierisch auf über meinen Kollegen. Nicht, weil es der falsche Moment ist. Sie ist direkt nach der Narkose, sie ist wahrscheinlich nicht richtig zurechnungsfähig wegen der Medikamente, sie ist alleine, sondern weil es einfach gelogen ist. Ich verstehe gar nicht, wie man das sowas sagen kann, denn woher will man bitte wissen, wie sich die Medizin in den nächsten Jahren entwickelt? Also man kann das gar nicht genau sagen, deswegen verstehe ich das gar nicht. Plus, weil es wird mit Sicherheit irgendein schlauer Arzt oder Medizinstudent mit 1,0 Abi gucken und sagen, hey, verstehe ich nicht. Sag doch, ich hätte lieber so eine Auskunft, dass ich irgendwie alles wüsste. Kurz Kommunikation, ganz basic. Ja, ich versuche es mal ganz basic zu beschreiben. Anna ist bei Position A. Alleine, keine Kinder. Möchte zu Position B. Familie, Disney, so. Weg C, Sex, so. Und jetzt denkt Anna natürlich, aufgrund der Kommunikation, dass B nicht funktioniert, weil das ihr so drastisch gesagt wurde. Was aber der Arzt wahrscheinlich einfach nur sachlich rübergebracht hat, war, dass dieser Weg C nicht funktioniert. Denn es gibt so viele Wege, wie man zu einer Familie kommen kann. Und darauf sollte man sich fokussieren und nicht auf diesem Weg C. Das ist das Missverständnis. Und man darf auch nicht vergessen, dass auch durch eine ärztliche Diagnose so eine PTBS, also irgendeine posttraumatische Belastungsstörung oder etwas derartiges entstehen kann. Also ich kann mir problemlos vorstellen, dass Anna oder dass solche Patienten dann immer noch danach diese Stimme hören, du wirst niemals auf natürlichem Weg Kinder kriegen und so weiter. Und das erschüttert, glaube ich, einfach das Vertrauen in Ärzte, an die man sich ja wenden sollte, wenn es einem schlecht geht, wenn man, mir fällt da nichts mehr zu ein. Und hier, sie hat ja auch noch medizinische Sachen gesagt, die interessant sind, ne? Endometriose und so weiter, gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, aber könnt ihr ja schreiben, wenn ihr das wichtig findet. Und wie einfach meine komplette Traumwelt in 1000 Teile zersprungen ist. Denn obwohl wir schon so viel durchgemacht haben, war ich mir trotzdem sicher, dass es irgendwie klappen wird und ja, dass man uns auf jeden Fall irgendwie helfen kann. Anfang 2022 ging es dann für uns tatsächlich in unsere erste Kinderwunschklinik. Es gab auch zwischendurch nochmal einen Wechsel, das werde ich euch aber alles in Ruhe nochmal erzählen. Wir haben unsere erste Behandlung dort durchgeführt, die alles andere als einfach war. Generell das letzte Jahr war für mich das schwierigste Jahr überhaupt. Es gab so, so viele Tiefen, also wirklich so, so viele Tiefen. Wir schütten jetzt natürlich auch einfach diese vielen Spritzen aus. Also die haben sich da wahrscheinlich dran gewöhnt, aber für die,
den normalen Menschen ist es sehr, sehr merkwürdig, sich selbst zu spritzen. Das sind jetzt Spritzen, die funktionieren theoretisch einfach. Ja, die gehen subkutan, also direkt in die Haut. Man kann da jetzt wenig zerstören oder irgendwie irgendwas falsch machen, das ist gut. Man darf aber nicht vergessen, was das für eine Belastung ist, sich immer gegenseitig oder selber zu spritzen. Und natürlich gab es auch schöne Momente und ich habe versucht, diesen Kinderwunsch nicht mein Leben bestimmen zu lassen, sondern auch normal weiterzuleben, so normal, wie es nun mal geht. Ach, je näher ich an den aktuellen Zeitpunkt rankomme, desto emotionaler werde ich. Ich wusste, dass die Taschentücher nicht umsonst sind. Wir haben mittlerweile ganze 5 Kinderwunschbehandlungen hinter uns. Es gibt ganz unterschiedliche Behandlungen, wie man so eine Kinderwunschbehandlung durchführt. Das kommt natürlich darauf an, wo das Problem ist. Es gibt zum Beispiel die intrauterinäre Insemination. Da ist es so, dass ein Spermium direkt halt intrauterinär in den Uterus hineinkommt, also auf eine künstliche Art und Weise. Das macht man aber meistens, wenn halt die Spermien nicht so beweglich sind, nicht so schnell sind und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Varianten. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne in die Kommentare. Ich möchte jetzt nicht auf jede eingehen. Ich werde euch über die Behandlungen in dem nächsten Video erzählen, weil ich glaube, sonst sprengt das hier den ganzen Rahmen. Und fürs Erste hoffe ich, dass ihr euch so ein bisschen abgeholt fühlt und wisst, was in den letzten Jahren los war. Viele von euch, besonders die, die mir auch täglich auf Instagram folgen, haben auch gemerkt, dass ich mich zurückgezogen habe. Es gab viele Tage im letzten Jahr, wo ich offline war, wo ich auch irgendwann einfach kommuniziert habe, dass es mir nicht gut geht und dass es Themen bei uns im Leben gibt, zu denen ich aber gerade noch nicht bereit bin, darüber zu sprechen. Ich habe auch erwähnt, dass es eine OP gibt. Damit meinte ich die sogenannte Gebärmutterspiegelung. Ich habe mir fest vorgenommen, meine Geschichte hier zu teilen und auch meinen Beitrag zu leisten und ja, einfach anderen damit zu helfen. Mich hat dieses Video eine unglaubliche Überwindung gekostet. Ich habe sehr lange gebraucht, um jetzt so offen darüber sprechen zu können. Also bitte hier nochmal der Reminder, seid respektvoll. Versucht ein bisschen offener mit diesem Thema umzugehen. Ich bin froh, dass es jetzt raus ist und hoffe, dass ich euch mit den nächsten Videos ein bisschen helfen kann. Ich bin jetzt raus und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, Riesenrespekt an Anna. Ich habe jetzt ganz viele medizinische Sachen auch nicht gesagt, die vielleicht spannend gewesen wären, unterschiedliche Varianten irgendwie Kinder zu kriegen. Wie ist das mit der Hormonbehandlung? Was hat die sich da gespritzt und so weiter? Was ist Endometriose? Könnt ihr mir alles reinpacken? Ich bin auch ein bisschen emotional. Ich durfte Anna und Tim auch kennenlernen. Ich war mal beim Podcast bei denen, sogar zweimal. Ultra tolle Menschen. Ich wünsche ihnen alles Gute. Alles ist möglich. Ja, ich entschuldige mich dafür, mein Doc. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, gerne die Kommentare. Und Anna hat jetzt, ich glaube gestern, noch ein Video gemacht. Wenn ihr wollt, dass ich darauf reagiere, schreibt das gerne in die Kommentare. Und bitte, ja, seid respektvoll und vorsichtig, wie ihr mit anderen Menschen redet und wie ihr auch im Internet kommuniziert. In diesem Sinne hoffe ich, das nächste Video wird wieder ein bisschen fröhlicher. Bis zum nächsten Mal.